dir jetzt beichten würde, dass ich deine Familie quasi auf dem Gewissen habe, würdest du mit mir noch fröhlich ein Bier trinken gehen? Du hättest ja übrigens mal die Sachen angucken können, die da waren. Du rennst an den ganzen Sachen immer vorbei. Tu ich nicht. Ja, warum guckst du die dann nicht an? Weil ich mich kann. Da sind teilweise wichtige Infos. Must be the guy who ran this place. Like he figured himself as some kind. Seht ihr, genau das meine ich. Mit Fabian kann man solche Spiele nicht spielen. Der läuft A, immer an der Hälfte vorbei und B, denkt er immer nur bis zum nächsten Sandwich. Danke. Aber er denkt nicht darüber nach, wie das Sandwich wieder rauskommt. Ja, da haben wir schon exzessiv drüber gesprochen. Links das Schließfach. Ja, ich bin gerade noch am gucken. Guck, hin. Schließfach, Ausgang, das ist ein. Nein, Ort. Links, guck. Also, tut mir leid. Danke. Also, jetzt ohne Scheiß, schließt mir Platz gleich der Kragen. Genau aus dem Grund ist es immer schön, mit dir dieses Spiel zu spielen. Ja, du weißt aber schon, dass wir die Aufnahme dann beenden müssen, weil ich dann Wörter sage, die absolut nichts auf YouTube verloren haben. Patronenhülsen. Du würdest in der Stadt an deiner eigenen Mutter vorbeilaufen, wenn sie direkt vor dir steht mit. Da laut ist, Hallo schreit. Da ist was dran, ja. Also sie Patronenhülsen und will sie aufnehmen. Du beschwerst! Den Typen haben wir uns doch schon. Wir sind hier nicht in Fallout, wo du dir aus allem möglichen Scheiß was zusammenbastelst. Du beschwerst dich, dass ich nichts anklicke und überall dran vorbeilaufe. Und wenn man es dann doch mal tut, guckst du, das haben wir auch schon gelesen. Dann sagst du, ja. Ja, dann liest man es halt nochmal und was soll die Scheiße? Und dafür weiß man wenigstens, dass man keinen Hinweis übersehen hat. Hättest du L.A. Noir gespielt, würdest du wissen, wovon ich rede. Aber du weigerst dich ja vehement, eines der besten PS3-Spiele zu spielen, die es gibt. Ey? Ich hab den Nachbarn gefunden. Ach, das ist der Typ mit der Frau. Ach so, ich hab den Weißer. Thanks, but I think we're almost in. We're taking care of it, Lee. Don't worry. Ich bin für eine Abstimmung in den Kommentaren. Ich werde in die Kommentare posten, ob ich dich hauen darf, und ich 10 Daumen nach oben kriege, hau ich dir sowas von alle runter. Ist das jetzt gerade öffentlich, Ja, öffentliche Gewaltandrohung. Das ist aber... Mach doch selber. Hier, mach. Nein, du bist am Drücker. Ich möchte mich weiter aufregen können. Gib meinen Blutdruck schön hoch. Ist da hinten noch was? Ja, da hinten ist noch was. Gast, oder? Ja, mal gucken. Da, wo du hingehörst. This must be the door to the alleyway where the auto shop is. But where the hell is Molly? Jetzt ist er beleidigt. Nein, ich überlege jetzt gerade, ob ich dir jetzt gerade mit der Eisteeflasche eine rüberziehen soll, aber dann ist mir auch gefallen, dass da noch was drin ist. Ich hab hier auch eine Flasche, denk dran, ne? You out here? Und das Plastik ist definitiv härter als dein komisches Eisteeplastik da. So I'm not going that way. Hier ist Ende. Also du solltest jetzt zweimal überlegen, ob du mir mit der Flasche eine überziehst. Nee, du Flasche. Weil ich weiß auch, wo du noch eine Wodkaflasche hast, die gut gefüllt ist. Willst du dir vorher einen ansaufen? Nö. Aber Alkohol in Verbindung mit einer offenen Wunde am Kopf kommt ganz gut. Hast du das da lang huschen sehen? Ja. Ich wollte ja nur sicher gehen, dass du es registriert hast, nicht so. Alter, du bist mit einem Walker befreundet. Eigentlich mit einem Beißer, aber je nachdem. Irgendwie bist du heute auf Krawall, kann das? Echt? Heute? Ja, irgendwie nee. Schon. So ein bisschen so. Ja, ja. Dang. Du hast die 3mm Kurzhaarfrisur. Also hier unter der Nase könntest du dich auch mal wieder rasieren. Das nennt man Bartwuchs. War da hinten noch was? Ja. Das nennt man Bartwuchs, sowas kennst du nicht. Ja, aber es ist nur an einer Stelle, es ist ein bisschen komisch. Boah, der hat aber lange entzünden müssen, du. Ja. Was lange währt, wird endlich gut. Okay, das kommt jetzt irgendwie auch scheiße hin.
grenzwertig. Boah. Ich erinnere an deine Aussage am Anfang der Aufnahmesession von wegen so du und nicht so politisch Orientierung und keine Ahnung. Oh. Bin ich denn jetzt Panne? Da können wir nicht. Willst du, da können wir nicht zurück. Er verfährt vom Himmel. Nee, das ist eine Riesenschweinerei. Hinten ist auch alles. Ich will nicht mehr. Ich hab's geschafft. Ich hab jahrelang gebraucht. Ich hab's nicht geschafft. Du hast dich eben darüber beschwert, dass ich mir nicht genug Zeit nehme. Ja, du nimmst ja auch gerade gezwungenermaßen Zeit, weil du absolut keinen Plan hast, wo du hin sollst. Ja, das stimmt. Hilf mir. Nö. Dann lass es bleiben. Die Suppe lasse ich dich jetzt alle auswürfeln. Und du glaubst, das trägt dich. Nein. Doch. So viel zum Thema, ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Ja, du hast aber nur irgendwie 20 Minuten gebraucht, um das Loch zu finden. Ja, das mag ja sein, aber ich hab's gefunden. Ja, rubbel dir einen drauf. Nein, das kommt nicht gut in der Aufnahme. Vor allem ist das eine Riesensauerei. Ja, ist ja dein Zimmer. Ja, aber es ist dein Mikro. Ich krieg von dir ein neues. Damn, it's jam tight. Würde dich so um die 60 Euro kosten. Nee, da waren wir gerade. Herzlichen Glückwunsch! Das sind ein bisschen viele. Die Frage ist ja immer noch, wo Molly hin ist. Die wollte ja eigentlich zum... Nee, die ist mit Kenny doch weg. Nein, die wollte mit uns los. Ja. Vielleicht klärt... Leave him! So viel dazu. He's mine. Where the hell have you been? Es geht dir mal nicht so hart an. Molly? Das ist was Persönliches. What? Ein bisschen. Calm the fuck down. What's wrong with you? What's the matter? Never seen someone kill a geek before? Bestimmt ihr Ex-Freund. Der sieht ein bisschen alt aus, aber ja, manche Schnecken stehen ja auf alte Typen. Some kind of scientist or doctor maybe? Yeah, well, he ain't shit new. Und ich sag, das ist eine crazy Torte. Was, eine crazy Torte? Not a problem. Look what I found. Ein Wagenheber. Was? Scheiße. Ja, geile Scheiße. Ich hol mal deinen zweiten Controller. Mach den Controller 1 mal aus. Ist gerade leer. Ja, mach, drück doch eben. Start, meine Güte. Mhm. Ah, ich sitze wieder am Controller. Ah, ich hab die Gewalt über das Spiel. Ja. Wenn man schon keine Gewalt über sein Leben hat. Ich hab die Gewalt über das Spiel. Okay. Gib mir das Spiel. Mann, das war meine Kniescheibe. Ich werde es mir wirklich vor dem Mikro aufzuhalten bei einer Aufnahme. Oh. Jetzt hängst du mir schon fast an der Kurve. Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das hinsetzen soll. Mach hin. Das ist nicht das erste Mal, dass ich einen Wagenheber bediene. Stell dir vor. Hat er sich bewegt? Hat er sich Mittelfinger gezeigt? Was ist das? Arschloch. Die sind aber wirklich dumm wie Brot, oder? Ja, und du sagst, ich bin ein Zombie. Take a look around. I'll make sure no stragglers get under the door. Du bist wie ein Stück Holz. Holz lebt. Ja, dann kam die skandinavische Holzschneidemaschine. Guck mal, ich habe eine Batterie gefunden. Well, I can see where the battery should be, but it's not. Ich dachte, das grüne Ding da oben wäre die Batterie. Was ist das überhaupt für ein komischer Motor? So sieht doch kein LKW-Motor aus. Blinke, blinke, blinke. Auf jeden Fall Strom.
Ja, wo kommt der her? Und Alarmanlage, passt bloß auf. I can't reach it up there. Kannst du das Ding irgendwie runterlassen? Oder, nee, den Traktor dazu... Was, du willst einen ablassen? Ich werde dir jetzt hier nicht ins Zimmer scheißen, aber ich werde mir nicht ins Zimmer scheißen, je nachdem. What was all that about back there? He came at me up on that rooftop, tried to take a bite out of me, so I took care of business. Die Blutflecken gehen noch nicht mehr raus? Was für eine Riesensauerei. It just seemed like you went to town. Weiße, na, keine weiße Wäsche, aber... Hey, you never really know when those things are all the way dead. Wenn es genug ist, fällt es nicht mehr auf, dann ist das modisch. You wanna get this battery or not? Time's wasting. So why did you decide to help? Genau, mach mal eine Sonnenbrille. Ich hab deine Sonnenbrille gefunden. Once that hillbilly friend of yours has got it running. You sure that's all of it? You want to keep interrogating me or do you want to get the damn battery and get out? Ich will mal hören. Ja. What do you think happened to Crawford? Don't know, don't care. As far as I'm concerned, these fuckers got what was coming to them. Not a lot of sympathy for all the people who died here, huh? I have about as much for them as they did for the sick and the old and anyone else they didn't think was fit to belong in their little paradise. So yeah, fuck 'em. I'm going to have a look around. You do that. Oh, die Traulichschalter, können wir mal gut brauchen. Looks like it's the hose for the lift hydraulics. Don't think I can pry that hose apart with just my hands. Ja, Hydraulikschlauch, so nee, blöd Sache. Vielleicht erst Druck ablassen. Dann geh aufs Klo. Soll ich dem sonst dann... Oder nimm dir ein Handtuch oder wo auch immer du reinwickst, aber... Kann man die Bürotür aufmachen. Oder halt auch nicht. Wo ist denn unser toller Schraubenschlüssel hin? Haben wir den vorhin zurückgelassen? Finde ich aber nicht so cool. Da hast du aber lange für gebraucht. Wofür? Den Knopf zu finden. Zwei Sachen. Sache wir haben eins. Festgestellt, wir haben keinen Strom. Auch schon in der Schule mit dem Fernseher. Wollte ich gerade sagen, danke. Punkt 2, Hydraulikschlauch. Ja. Warum soll ich dann den Schalter drücken? Also, seht ihr, was ich meine? Man kann mit ihm kein ernsthaftes Spiel spielen. Nein. Komm, du, es interessiert mich gar nicht, was du mir zu sagen hast. Sei einfach still. Die hat doch da unsere... Die hat doch die Hacke da. Komm, gib die mal her. Schnippel durch. Something ja, you need? Die Hacke. I think I can borrow that hook thing of yours? I don't know. Hilda and I have been through a lot together. Hilda. That's what I call her. Don't judge. Please, can I borrow Hilda? I'll take good care of her. She won't get a scratch. Du hast dein Auto Abby genannt, also. Autos gibt man auch Namen, dadurch kann man sich besser mit ihnen identifizieren und wählt die nicht so. Das ist dann wahrscheinlich irgendwie ähnlich. Die klettert an dem Ding hoch. Did it. Bad, sag ich, pass auf die Alarmanlage auf. No shit! Wollen. I'll try to hold them off. Hurry! There's the battery. Finally something goes right. Ja, Klemmen abmachen. Still attached to the terminals. Mach die Klemmen ab. Und ich bin der von uns beiden, der da keine Ahnung von hat. Das stresst mich nicht. Ich hab die doch abgemacht. It's off. Oh, was macht er da so eine ewig lange Prozedur? Got that one off. Got it. Yeah, but still got a problem here. Put it in here. I'll hear you. Ding liegt. Hat die auch schon versucht. Okay, follow me. Oh oh. Move your ass. Was denn? Das ist ein Gashorn. Ja, und? Die bewegen sich von innen, nicht von außen. Oder meinst du, die Trucker klettern immer das auf das Auto drauf, drücken dann Knopf, steigen dann wieder ein? Hier muss ich gerade an die Szene. Pistole. It's shut. Shoot it out! Ich hab gerade an die Szene
von den Simpsons denken müssen, wo die dieses Auto-Truck-Gedöns-Fahrteil hatten. Auto-Truck-Fahrgedöns? Ja, guck mal. Haben wir uns das hast du ganz fein gemacht. Ja, hättest du nicht hingekriegt. Ja, wer weiß. Ich habe zwar die etwas längere Leitung von uns beiden, aber was lange währt, ist eigentlich gut. Und du willst immer noch aus der Gruppe rausschmeißen? Nein, nicht unbedingt. Hast du dich etwa verliebt? Nein. Come on, what are you, chicken? Jump. Aber ich bin nicht mehr hosenvoll. Kann ich? Weiß nicht. I don't know, man. Da, hops. Ich hab X gedrückt. Und ich war drauf. Ich war drauf. Du warst nicht drauf. Du warst daneben. Erzähl mir nicht, in dem Augenblick. Gib her. Nein, du kriegst es nicht. Feigling. Feigling ist noch 15. Feigling. Schau dir wirklich eine runter. Mach doch. Das hast du nicht drauf. Ich schmeiß deinen Controller aus dem Fenster. Mach doch, dann holst du mir einen neuen. Nö. Das ist nicht möglich. Arsch. What did you call me? Well, now that you mention it.